Vorbereitungen für eine Tour im Himalaya, die wir niemals vergessen werden. Viele Male war der hessische Fotojournalist Dieter Glogowski in den letzten Jahren beruflich in Nepal. Dieses Mal begleiten wir ihn. Denn erneut möchte er mit einem Sadhu und seinen zwei Schülern auf Pilgerreise gehen. Für uns die Gelegenheit, diesen außergewöhnlichen Menschen auch mit der Fernsehkamera wirklich nahe zu kommen. Subodas ist 18 Jahre alt und seit 10 Jahren ein Sadhu-Schüler. Pultodas ist erst 15. Er hat sich vor 2 Jahren entschlossen, ein Sadhu zu werden. Für beide wird es die erste Pilgerreise ins Himalaya-Gebirge sein. Hanuman Baba ist 85 Jahre alt. Seit nunmehr 70 Jahren lebt er in der Askese. Daran mussten wir uns erst gewöhnen. Das Haschischrauchen ist für einen Sadhu nicht nur erlaubt, sondern auch normal, denn es ist ein Weg zur Erlangung göttlicher Weisheit. So wie für Hanuman und seine zwei Chelas ist der Hindu-Tempel Ram Mandir von Pashupatinath in der nepalesischen Hauptstadt Kathmandu für viele Sadhus der feste Wohnort. Normalerweise besitzen die heiligen Männer nicht viel mehr als ein Fell, eine Decke, einen Wasserbehälter und einen Pilgerstab. Das morgendliche Schminken ist Ritual und Kennzeichnung zugleich, denn Sadhus tragen das Zeichen ihres Hindu-Gottes auf der Stirn. 90% der Bevölkerung Nepals sind Hindus. Der Tempelbezirk von Pashupatinath ist ihr heiligster Ort im Land. Auch aus Indien und anderen Ländern pilgern die Gläubigen hierher, wo Gott Shiva als Herrn der Tiere gehuldigt wird. So ist Pashupatinath auch für die Sadhus ein Anziehungspunkt, denn sie werden von den Gläubigen als Abbilder der Götter betrachtet. Durch ihren Anblick fließt ihnen göttliche Energie zu. Die Sadhus segnen sie und erhalten dafür kleine Spenden. Einige Sadhus, die ja allem Weltlichen entsagen, haben daraus in den letzten Jahren ein einträgliches Geschäft entwickelt. Denn natürlich ist Pashupatinath auch Ziel Nummer 1 für die zahlreichen Touristen aus aller Welt. Manche dieser bemalten Männer sind nur tagsüber Sadhus. Abends leben sie gut betucht in ihrer Familie. Sie sind wirkliche Asketen, Pultodas und Subodas. Ihr Lehrer Hanuman Baba, der Zusatz steht für weiser alter Mann, bereitet sie gewissenhaft auf ihre erste Pilgerreise vor. Die Verehrung des phallischen Symbols Linga, des Hindu-Gottes Shiva, dem Zerstörer und Erneuerer. Legenden in Bildern im Tempelbezirk von Pashupatinath. Shiva thront auf seinem Sitz, dem heiligen Berg Kailash. Mit seinen langen Haaren hat er die gewaltigen Wassermassen des Ganges, die vom Himmel auf die Erde stürzen, aufgefangen, besänftigt und zum Fluss werden lassen. Das hinduistische Mantra: Im Namen Shivas, des Zerstörers allen Unwissens. Er ist Vater der Liebe, Herrscher im Reich der Götter. Nur Rama, die siebte Inkarnation, Wiedergeburt Vishnus, war in der Lage, seinen Bogen zu spannen. Eine Tat, zu der kein Sterblicher fähig war. Eine lebende Legende von Pashupatinath ist der 70-jährige Rama Krishna Das. Vor über 20 Jahren hat er, wie viele andere Sadhus, auch ein eigenes Gelübde abgelegt,
nämlich nie mehr etwas anderes zu sich zu nehmen als Milch. Und so wird er als Milk-Baba verehrt. Ein Sadhu bei einer asketischen Übung zwischen brennendem Kudung. Diese stundenlange Selbstkasteiung in glühender Mittagshitze dient der Unterdrückung von Bedürfnissen und der Kontrolle des Körpers. Eine Methode, um die Befreiung und Auflösung des Selbst zu erreichen. Mit einem Bad im Bagmati in Pashupatinath erwirbt der Hindu so viele Verdienste wie mit einem Bad im heiligen Ganges und kommt so der Erlösung vom endlosen Kreis der Wiedergeburten immer näher. Dieses Heilsversprechen gilt auch für die Gläubigen, deren Leichname hier öffentlich verbrannt werden. Die Asche wird in den Fluss gestreut und kommt damit zu Yama, dem Totengott. Kathmandu. Seit über 200 Jahren die Hauptstadt von Nepal. Wohl nirgends auf der Welt kann man die Verbindung von Hinduismus und Buddhismus deutlicher spüren als in diesem Land. Immer wieder gelang es dem Hinduismus, Einflüsse von konkurrierenden Glaubensrichtungen aufzunehmen und sich den wandelnden Zeitläufen anzupassen. Neben Rama und Krishna zählt auch Siddhartha Gautama, der historische Buddha und Verkünder der buddhistischen Lehre, zu den 10 Inkarnationen Vishnus, der Erhalter des Lebens und des Universums ist. Der Hinduismus ist eine mythologische Religion ohne Stifter und ohne einen unveränderlichen Glaubenskanon. In ihm haben sich die religiösen Vorstellungen arischer Einwanderer aus Zentralasien mit der in der Indus-Ebene üblichen Verehrung von Naturkräften, Fruchtbarkeit und Muttergottheiten vermischt. Der Alltag der Menschen in Nepal ist geprägt vom Götterpantheon beider Religionen. Schon im Kindesalter wird er verinnerlicht. Der schlafende Vishnu auf der Schlange Ananta auf den Wassern liegend. So schlummert er in den unendlichen Zeitspannen zwischen jeder zyklischen Zerstörung des Universums und der nächsten Schöpfung. Sowohl der Hinduist als auch der Buddhist glaubt an die Wiedergeburt und an den Wesenskreislauf, nachdem alle Lebewesen letztlich nichts anderes sind als geistige Seelen, die durch ihr Karma in immer neuen Lebensformen wiedergeboren werden. Für beide ist es das höchste Ziel, diesen ewigen Kreislauf zu beenden. Der Hinduist, um mit der Weltenseele Brahman zu verschmelzen, der Buddhist, um ins Nirvana zu gelangen. Die 13 goldenen Ringe des Turms des Swayambhunath-Stupa symbolisieren die Stufen der Weisheit und stellen die Leiter dar, die ins Nirvana führt. Die Augen Buddhas blicken in alle Himmelsrichtungen, auch ins Tal von Kathmandu. Der Amitabha-Buddha am Osteingang ist einer der Wächter des Stupa von Swayambhunath. Seit der Erneuerung der Höhepunkt der Umwanderung der Kora des Swayambhunath-Hügels. Der Stupa von Bodhnath, ein Monumentalbau, der Buddhas Eingehen ins Nirvana symbolisiert und darüber hinaus das Universum verkörpert. Vor allem für die Tibeter ist es das heiligste Bauwerk auf dem Boden Nepals. Gläubige des tibetischen Buddhismus kommen von weit her und umwandern den Stupa im Uhrzeigersinn, also mit dem Lauf der Sonne. Bodhnath ist heute das Hauptzentrum tibetischer Kultur außerhalb Tibets. In über 30 Klöstern leben allein hier mehr als 5000 Mönche. Fast 20.000 Menschen zählt die Gemeinde tibetischer Exilanten im Kathmandu-Tal. Zwei große Weltreligionen im friedlichen Miteinander. Der heilige Pewa-See im Tal von Pokhara
ist ein subtropisches Paradies in der Bergwelt des mittleren Himalayas. Pokhara ist der Ausgangsort für zahlreiche Pilger, deren Ziel Muktinath ist. Der Besuch des Tempels auf einer kleinen Insel ist obligatorisch für die Pilger. Sie bitten hier um den Segen für ihre schwierige und auch anstrengende Tour. Eigentlich sind die Sadhus für eine solche Tour ins Himalaya-Gebirge nicht ausgerüstet. Natürlich hat Dieter Glogowski sie mit passender Kleidung und zum Beispiel Trekking-Sandalen unterstützt. Gerade Hanuman hat mit seinen 85 Jahren und nur 35 Kilogramm Körpergewicht nicht mehr viele Reserven. Das Risiko einer Krankheit wollten wir nicht angehen. Wie gut, der Wintereinbruch unterwegs hätte sonst schlimme Folgen haben können. Das nur Genießen dieser wunderschönen Landschaft sollte nun bald ein Ende haben. Denn in Biritanti beginnt unser zweiwöchiger Fußmarsch nach Muktinath. Nicht weit entfernt von der Grenze zu Tibet. Wir bewegen uns im Annapurna-Gebiet, einem der schönsten des Königreiches. Einige Achttausender sind ständig zum Greifen nah. Hanuman hat diese beschwerliche Reise schon einmal auf sich genommen. Pulto und Subodas erleben zum ersten Mal, was es bedeutet, 1000 Höhenmeter und mehr an einem Tag zu bewältigen. Auch damals hat Dieter Glogowski Hanuman Baba auf seiner Pilgerreise begleitet. Und wir erfahren von ihm, dass der alte Mann doch erheblich abgebaut habe gegenüber der letzten Tour. Er würde viel Hilfe brauchen, um noch einmal das begehrte Ziel zu erreichen. Das Wort Sadhu leitet sich ab von einem Begriff aus dem Sanskrit, der so viel wie zum Ziel gelangen bedeutet. Er steht für alle Tätigkeiten und Bemühungen, die der gläubige Mensch auf sich nimmt, um dem Göttlichen näher zu kommen und schließlich die Befreiung vom Kreislauf der Wiedergeburten zu erlangen. Diesem Bestreben dienen Selbstkasteiung und Yoga sowie ein Leben in Meditation und Askese. Die Entwicklung des Asketentums begann vor etwa 4500 Jahren im Indus-Tal in Indien. Mit der Invasion der Arier 1000 Jahre später wurde die Indus-Kultur zunächst einmal von einer neuen verdrängt. Den arischen Eroberern waren Ideen wie Weltabgewandtheit und Entsagung fremd. Sie zeigten wenig Verständnis für Asketen und ihre seltsamen Praktiken. Doch im Laufe der letzten Jahrhunderte gewannen das Asketentum, die Shiva- und Phallusverehrung wieder an Bedeutung. Die Sadhus, als Lehrer auch Gurus genannt, werden von den hinduistischen Gläubigen bestaunt und verehrt. Nach gut 7 Stunden Aufstieg an diesem Tag erreichen wir den Gori Panipas. Der Ausblick ist überwältigend. 7 und 8000er um uns herum. Hanuman erläutert den vor uns liegenden Weg. Muktinath ist noch 7 Tagesmärsche entfernt. Direkt vor uns der Daulagiri, 8167 Meter hoch. Das Himalaya-Gebirge, eine der letzten Urlandschaften unserer Erde. Eine Region, in der das physisch Messbare und das zeitlos Spirituelle miteinander verschmelzen. Das Erleben dieser Natur in ihren elementarsten Formen bringt Ruhe und Gleichgewicht. Der Schritt wird zum Maß vieler Dinge, auch für uns auf diesem Weg nach Muktinath. Noch ist das Klima eher subtropisch. Wir genießen die Pflanzenwelt auf über 3000 Meter Höhe. Shiva
Hanuman Baba wurde im ärmsten indischen Bundesstaat in Bihar geboren. Mit 16 entschloss er sich, Sadhu zu werden. Er hatte einen Vater, mit dessen Sohn beobachtet, der den Vater verprügelte. So habe er sich entschlossen, nicht zu heiraten und damit auch keinen schlagenden Sohn großzuziehen. Die ersten 35 Jahre seines Sadhu-Lebens verbrachte Hanuman in Indien. Seitdem lebt er in Pashupatinath. Eine Rast ohne Haschischpfeife für unsere Sadhus fast undenkbar. Für sie ist das Haschischrauchen nicht nur Ausdruck von Glückseligkeit, sondern auch eine heilige Handlung. Mythologisch ist das Haschisch eng verbunden mit Shiva. Er ist auch der Gott der Drogen. Shiva raucht Haschisch und ist ständig im Rausch. Der Sadhu will an seiner Ekstase teilhaben. Der Weg nach Muktinath ist anstrengend, aber schön. Tausende Pilger, unter ihnen zahlreiche Sadhus, nehmen die Strapazen jedes Jahr gerne auf sich. Mit gemeinsamer Kraft versuchen Jung und Alt, die erlösende Quelle zu erreichen. Hanuman ist für seine Chelas Lehrer und Vater in einer Person. Immer wieder erleben wir auf dieser Tour, dass er trotz aller körperlichen Leiden ein Vorbild ist. Und zwar in jeder Hinsicht. Einer von zahlreichen Pilgertempeln auf dem Weg zur heiligen Quelle. Der Tempel ist dem Affengott Hanuman gewidmet. Zu dieser Zeit, die Witterungsbedingungen sind schlecht, sind nur wenige Sadhus unterwegs, sodass ein überdachter Lagerplatz für heute sichergestellt ist. Wir haben schon beim ersten Mal gestaunt, als Hanuman seine Haare öffnete. Würde er die einzeln geflochtenen Strähnen ganz aufrollen, so erfahren wir von ihm, seien seine Haare wohl etwa 2,5 Meter lang. Das Gewicht, das er ständig auf dem Kopf mit sich herumträgt, schätzen wir auf gut 3 Kilogramm. Auch wenn es vielleicht nicht so scheint, Körperpflege ist für die Sadhus oberstes Gebot. Normalerweise leben die Sadhus auch auf einer Pilgerreise von den Spenden der Gläubigen. Auf dieser Tour haben wir natürlich genügend Proviant mitgenommen, sodass Hanuman, seine 2 Schüler und Dieter Glogowski ständig gut versorgt sind. Obwohl für uns eine Küchenmannschaft dabei ist, kochen die Sadhus grundsätzlich für sich selbst und für Dieter, der ja mit ihnen zusammenlebt. Jeder Rastplatz wird von den Sadhus sorgfältig ausgewählt. Er muss frisch und unberührt sein. Zeichen eines vergangenen Lagerfeuers wären ein unannehmbarer Makel. Auch bei den Essensvorbereitungen ist äußerste Reinlichkeit geboten. Die Sadhus, so bestätigt Dieter, sind wahre Meisterköche am offenen Feuer. Eine probierte Speise wieder zurück in den Topf? Undenkbar, sagt Pulto das und amüsiert sich köstlich über diesen Gedanken seines Begleiters. Lagerfeuerromantik im Himalaya, auf dem Weg nach Muktinath. Es herrscht im gesamten Team eine gelöste Stimmung. Vor allem Hanuman, dieser alte weise Mann, lebt uns allen etwas vor, was uns gefangen nimmt. Eine totale Ausgeglichenheit und trotzdem haben wir ständig das Gefühl, dass er völlig präsent ist. Vor allem auch bei den Dreharbeiten. Er versteht am schnellsten, wenn zum Beispiel Jürgen, unser Kameramann, einen besonderen Wunsch für eine spezielle Einstellung hat. Sonnenaufgang in der alpinen Zone Nepals. Für die Gläubigen ist der Himalaya der Sitz der Götter. Jeden Morgen das gleiche Ritual. Nach dem Waschen wird sich sorgfältig geschminkt. Und immer wieder bewundern wir Hanuman, mit welcher Präzision er sich die Zeichen seines Gottes Shiva auf die Stirn malt. Trotz seiner 85 Jahre sind seine Augen noch sehr gut. Am Tilak, so heißen die Zeichen im Gesicht, lassen sich die unterschiedlichen Sekten erkennen, denen die Sadhus angehören. Weiß ist die Reinheit, rot das Feuer, gelb ist die Hingabe und orange ist die Farbe der Sonne. Die 2 weißen Linien in U-Form symbolisieren Vishnu. Subodas ist ein Anhänger der Vaishnava-Sekte. Er reibt seinen Körper mit Asche ein. Eine bewusste zur Schaustellung des asketischen Armutsgelübdes.
Asche bedeutet für Subodhas nicht Tod, sondern Überwindung des Todes und Transformation. Denn der Asket hat die Welt der Normalsterblichen hinter sich gelassen und ist schon zu Lebzeiten in ein neues göttliches Leben wiedergeboren worden. Das Tilak ist zwar vorgegebenes Sektenzeichen, bietet aber dennoch genügend Spielraum für individuelle Gestaltung. Auch der Glücksbringer am Hals wird in das Ritual einbezogen. Subodhas wurde in Indien geboren und kam vor 5 Jahren nach Pashupatinath. Zunächst sei er als Sadhu-Schüler nicht akzeptiert worden, erzählt er uns. Erst seitdem er Schüler von Hanuman sei, habe ihn die Gemeinschaft wirklich aufgenommen. Hanuman habe ihm vor allem auch neues Selbstbewusstsein gegeben. Ein weiteres Beispiel für die Präzisionsarbeit von Hanuman. Die Anhänger der Vaishnava-Sekte würdigen ihren Gott Vishnu mit aufwendigen Bemalungen. 2 Linien in U-Form symbolisieren den Fußabtritt Ramas. Eine rote Linie ist Sita. Rama ist die 7. Inkarnation Vishnus. Er rettet mit Hilfe der beiden Götter Hanuman und Garuda seine Frau Sita aus den Klauen eines Dämonenkönigs. Auch Subos Sadhu-Werden hat eine Vorgeschichte. Ein junges Mädchen wollte ihn unbedingt heiraten. Als er verneinte, brachte sie sich um. Daraufhin peinigte er seinen Penis so lange, dass er nie wieder Sex haben kann. So sei das Sadhu-Leben, meint er, eine gute Alternative. Singen und Haschisch rauchen. Eine weitere Form der Meditation der Sadhus, um den Geist vom vergänglichen Körper loszulösen. Als wir diese Brücke überqueren, steckt uns allen der 1700 Meter steile Abstieg vom Gorepani-Pass in das Tal des Kaligandaki in den Beinen. Eine gewaltige Anstrengung. Einmal mehr bewundern wir Hanuman, der sich nur selten helfen lässt auf seiner wohl letzten Pilgerreise nach Muktinath. Unser Ziel am heutigen Tag ist Tatupani. Die heißen Quellen haben den Ort berühmt gemacht. Jeder Pilger freut sich auf diesen Moment. Der Guru muss seine Schüler beschützen, sie ernähren und unterrichten, ist Vater und Lehrer in einer Person. Der Chela muss seinem Lehrer ergeben dienen. Für Subodhas und Pultodhas ist es also selbstverständlich, Hanuman in dieser Form zu verwöhnen. Hanuman ist nicht nur ein Heiliger, er ist auch ein anerkannter Heiler. Eines Nachts, so erzählt er uns, sei ihm im Traum die Göttin der Frauen, Devi, erschienen und habe ihm bei einem Spaziergang durch den Dschungel alle Heilpflanzen und deren Wirkung gezeigt. Der Traum sei so bewusst gewesen, dass er in den folgenden Monaten die Lehre Devis überprüft und festgestellt habe, dass alles stimmte. Bis heute habe er unzähligen Menschen mit seinem Wissen als Heilpraktiker helfen können. Auch die beiden Schüler Hanumans genießen das heiße Bad in Tatupani. Hanuman Baba, seine liebste, weil bequemste Methode, seine Haare zu trocknen.
Zwischen seinen riesigen Nachbarn Indien und Tibet wirkt Nepal winzig. Aber das Land ist größer als Österreich und die Schweiz zusammen. Die Einwohnerzahl steigt rasant. Über 21 Millionen Menschen sollen heute in Nepal leben, 90% auf dem Land. Der Himalaya-Staat ist nach wie vor überwiegend ein Agrarland. Reis, Mais, Weizen, Kartoffeln und Gemüse gedeihen hier im mittleren Bergwald auf dem Weg nach Muktinath. Das Leben in den Dörfern, die wir unterwegs durchlaufen, ist sicherlich einfach, aber nicht von Armut geprägt. Die meisten Häuser sind an das Stromnetz angeschlossen. Wasser gibt es im Überfluss, wenn auch nicht überall aus dem Hahn an der Wand. Nepal ist ein Vielvölkerstaat. Eine Hauptzone bildet die Region der Himalaya-Vorberge. Über 20 verschiedene Volksgruppen siedeln entlang den Ufern des Kali-Gandaki-Flusses. Traditionell werden alle Himalaya-Bewohner als Bhute bezeichnet, auch die, deren Namen uns so geläufig erscheinen, die Sherpas, Dolpos und Lopas. Und auch wir dürfen wieder einmal feststellen, inmitten all der natürlichen Schönheiten dieses Landes sind es die Menschen, die Nepal so liebenswert machen. Asan, Akasi, Yek, Taljura. Hanuman Baba als Lehrer. Immer wieder erklärt und korrigiert er die Yoga-Übungen seines Schülers. Er sei gleichzeitig ein strenger, aber auch gütiger Lehrer, erfahren wir später von Subodas, der ein perfekter Yogi werden möchte. Yoga ist die Konzentration des Körpers und des Geistes. Ist ein Weg zur Gotterkenntnis und zugleich auch eine Form von Askese. Für den Sadhu ist Yoga verinnerlichte Frömmigkeit. Durch Überwindung von Körper und Geist erlangt der Yogi die Befreiung seiner Seele. Wer allerdings Yoga zur Erlösung wählt, muss allem entsagen können. Es muss ihm gelingen, die eigene Persönlichkeit zu unterdrücken und Reize der Umwelt auf sich wirken zu lassen. Die Mala, die zum Zählen der Mantras, der magischen Gebetsformel benutzt wird, ähnelt dem Rosenkranz. Die Ketten haben sowohl bei den Hinduisten als auch bei den Buddhisten meist 108 Perlen, eine magische Zahl im hinduistischen und buddhistischen Kosmos. Im Kult der Schreckensgötter ist die Mala aus Knochen in Form von Totenschädeln, im Kult friedvoller Gottheiten aus Holz oder Halbedelsteinen. Hanuman Baba, Guru und Heiler. Noch nie habe er es bereut, Sadhu geworden zu sein. Er führe ein gesundes und befriedigendes Leben. Wir spüren es auf dieser Tour. Traurig aber sei er über das Chaos außerhalb seiner Welt, das er sehr wohl spüre. Subodas bläst die Shank, das Muschelhorn der Hinduisten. Es verkündet, wie auch im Buddhismus, den Ruhm der Lehre. Und die Lehren, so der buddhistische Gelehrte Sogyal, sagen uns deutlich, was zu erkennen ist, aber trotzdem müssen wir uns höchstpersönlich auf die Reise machen, damit es unsere Erkenntnis wird. Auf dieser Reise mögen uns Leiden, Schwierigkeiten, Zweifel und Misstrauen begegnen. All diese Widrigkeiten aber werden zu unserem größten Lehrmeister, denn nur durch sie werden wir demütig und lernen, unsere Grenzen zu akzeptieren. Buddhistische Mönche blasen Radongs, Symbole der Unendlichkeit des Kosmos. Wir kommen unserem Ziel, wo Shiva auf Buddha trifft, immer näher. Das Samtiling-Kloster von Marfa in der Kali-Gandaki-Schlucht. Hier leben gut 20 buddhistische Mönche und 10 Novizen.
Ihre Ausbildung dauert etwa 10 Jahre. Frühestens mit dem 20. Lebensjahr können Novizen zu vollordinierten Mönchen werden. Mönche in den buddhistischen Klöstern, egal welcher Schule sie angehören, haben nur ein Ziel, das Nirvana. Ähnlich wie im Hinduismus ist damit der Stillstand des leidvollen Kreislaufs von Geburt, Tod und Wiedergeburt gemeint. Erreichbar ist es nur für den, der die Wahrheiten erkennt von der Entstehung und der Aufhebung des Leidens im Leben. Der Weg zur Befreiung, lehrt Buddha, ist ein von strenger Selbstdisziplin geprägtes System aus richtigem Handeln und der Meditation. Eines der ältesten Symbole des Buddhismus, fast in jedem Kloster zu finden, ist das Lebensrad. In dieser Form ist das Rad als Mahnmal für die 6 Wiedergeburtsbereiche der Lebewesen zu sehen. Unseren vergangenen Handlungen, Karma entsprechend, erfahren wir die emotionalen Zustände der 6 Welten, der Götter und Halbgötter, Menschen, Tiere, Hungergeister und Höllenwesen. Hier kann der Mensch wiedergeboren werden. In welcher Welt entscheidet ein Richter? Im Buddhismus, das ist das Besondere, richtet aber jeder über sich selbst. In der Mitte des Lebensrades symbolisieren Hahn, Schlange und Schwein Gier, Hass und Verblendung. Das zähnefletschende Ungeheuer, das das Lebensrad in den Klauen hält, wird verschieden gedeutet. Einerseits ist es Mara, Versucher der krampfhaften Umklammerung der illusionären Welt. Zum anderen ist es der Totengott und Richter Yama oder ein dämonischer Riese. Padmasambhava, ein großer Heiliger, der im 8. Jahrhundert den tibetischen Buddhismus vor allem im Himalaya verbreitet haben soll, hat einst geschrieben: Wenn du dein vergangenes Leben kennenlernen willst, schau deine gegenwärtige Lage an. Wenn du dein zukünftiges Leben erkennen willst, schau deine gegenwärtigen Handlungen an. Ein Lebensprinzip vieler Buddhisten, nicht nur in den Klöstern. Marfa ist der erste Ort auf unserem Weg nach Muktinath, der überwiegend buddhistisch geprägt ist. Die Menschen, die in dieser Region leben, gehören zum Stamm der Takali. Sie besaßen lange Zeit das Salzhandelmonopol, als noch die Salzstraße entlang der Kali-Gandaki-Schlucht über Mustang nach Tibet führte. Doch das ist lange her, seitdem die Chinesen Tibet besetzt haben. Die Takali waren verhältnismäßig reich gewesen, was noch heute in den Dörfern zu sehen ist. Die ersten Sakyapa-Schachten. In den 3 Farben spiegelt sich die 3 Körperlehre, die Trikaya des Buddhismus, wider. Grau steht für den Geist, weiß für den Körper, rot für die Lehre Buddhas. Unter den kleinen weißen Steinhügeln sind hohe buddhistische Würdenträger beerdigt. Die Kali-Gandaki-Schlucht kurz vor Kakbini, der letzte Ort auf nepalesischem Boden. Dahinter liegt das ehemalige Königreich Mustang, das politisch allerdings heute auch zu Nepal gehört. Der Weg durch das Flussbett hier wird von Ammoniten gesäumt. Sie sind die Zeugen einer ausgestorbenen Meeresfauna aus der Jura- und Kreidezeit. Ob Pultodas und Subodas ihrem Lehrer wohl glauben, wenn er ihnen erzählt, hier sei einmal das Meer gewesen? Ka
Berg Beni, im Mittelalter eine Festungsstadt und ursprünglich das Zentrum eines unabhängigen Königreichs, heute sozusagen eine Grenzstadt. Das Weitergehen ist nur mit einer Sondergenehmigung möglich. Wir biegen ab, gen Osten. Noch einmal gilt es, etwa 1000 Höhenmeter zu überwinden, aber unsere drei Sadhus sind guter Dinge und guten Mutes. Und besser zu Fuß, als wir gedacht haben. Die Höhlenwohnungen vor Jargot sollen, so unser Guide, zum Teil schon 5000 Jahre alt sein. Die ersten 700 Höhenmeter an diesem Tag sind geschafft. Vor uns liegt Jargot. Die Siegesfestung, die den Ort beherrscht, war ursprünglich der Sitz des Königs vom Muktinath-Tal. Zur Festung gehörte auch ein Kloster. Die Einwohner heute sind überwiegend Buddhisten. Es ist Sommeranfang im Himalaya. Doch dann nimmt das Unheil seinen Lauf. Eine Schlechtwetterfront zieht auf. Darauf sind wir nicht vorbereitet. Es schneit ununterbrochen in den nächsten Tagen. Die Temperaturen fallen nachts auf minus 10 Grad. Doch unsere Sadhus, sie nehmen es gelassen hin. Sie haben ihr Ziel erreicht. Muktinath. Eine der wichtigsten Hindu-Pilgerstätten Nepals. In einem völlig buddhistisch geprägten Hochland auf 3900 Meter Höhe. Eigentlich heißt die Siedlung Muktikshetra, Platz der Erlösung. Vor einigen Jahren wurde sie in die UNESCO-Liste des Weltkulturerbes aufgenommen. Hanuman ist trotz aller Widrigkeiten nicht mehr zu halten. Er möchte, egal bei welchem Wetter, noch einmal mit seinen Chelas alle heiligen Plätze von Muktinath aufsuchen. Zahlreiche andere Pilger, die zu diesem Zeitpunkt ebenfalls erwartet werden, nehmen zunächst einmal Abstand vom Aufstieg. Der Shiva-Tempel. Abschied genommen von Pashupatinath hatten unsere Sadhus mit der Verehrung des Linga als phallisches Symbol Shivas. Deshalb erklärt uns Hanuman später, führe der Weg zunächst hierher. Die rote Farbe symbolisiert Opferblut. Das hinduistische Mantra Om Namah Shivaya bedeutet so viel wie im Namen Shivas, des Zerstörers allen Unwissens. In Muktinath, im Schatten des Himalaya, vereinen sich einzigartig die fünf Elemente, widerspiegelnd in den tibetischen Gebetsfahnen, deren fünf verschiedene Farben Wasser grün, Feuer rot, Erde gelb, Luft blau und Äther weiß symbolisieren. Hier trifft wahrhaftig Shiva auf Buddha. Der Nimapa-Tempel, Teil einer buddhistischen Klosteranlage. Hier brennt Feuer auf einer Wasserquelle. Trotz Drehgenehmigung herrscht absolutes Filmverbot. Wir fügen uns und fotografieren. Bewacht wird das heilige Feuer von den Bodhisattvas Manjushri und Avalokiteshvara. Sie verkörpern die buddhistischen Qualitäten der Weisheit und des grenzenlosen Mitgefühls. Außerdem von Padmasambhava und Vairapani. Mit seinem unzerstörbaren Diamantzepter schützt er die Lehre Buddhas. Für die Hinduisten soll Brahma, der Gott der Schöpfung, vor über 1000 Jahren die beiden unvereinbaren Elemente miteinander verbunden haben. Natürliches Methangas und Wasser. Es gibt keinen anderen Ort, an dem man die Verschmelzung des hinduistischen und buddhistischen Götterpantheon eindringlicher erleben kann als hier in Muktinath. Der Hindu-Tempel Vishnu Mandir, das letzte und wichtigste Ziel unserer Sadhus am Ort der Erlösung.
Die widrigen Bedingungen, wir messen minus 5 Grad, sind vergessen. Die 108 wasserspeienden Kuhköpfe zu durchschreiten, verspricht dem Pilger ein sakrales Bad der Reinigung. Und damit verbessert er seine Stellung im Kreis der Wiedergeburten. Auch die Buddhisten waschen sich hier frei von negativem Karma und entrinnen so dem ewigen Kreislauf der Wiedergeburten. Die Tibeter nennen diesen Ort Shumikgyatsa, heiliger Ort der 108 Wasserquellen. Dieter musste viel Überredungskunst aufbringen, um Hanuman davon abzuhalten, die wasserspeienden Kuhköpfe ebenfalls zu durchschreiten. Wir befürchteten, dass er eine Lungenentzündung bekommen könnte. Doch auch so lässt sich für einen alten, weisen Mann und Asketen die Stellung im Kreis der Wiedergeburten sicherlich verbessern. Wir wünschen es ihm und glauben fest daran. Hanuman Baba, vielleicht war es deine letzte Reise nach Muktinath. Wir schätzen uns glücklich, sie miterlebt zu haben. Du verkörperst in so wunderbarer Weise einen Spruch des chinesischen Philosophen Lao Tse, den wir vorher gelesen haben. Wer andere erkennt, ist gelehrt. Wer sich selbst erkennt, ist weise. Wer andere besiegt, hat Muskelkräfte. Wer sich selbst besiegt, ist stark. Dieser Film ist auch als HR-Video erhältlich zum Preis von 15,90 Euro. Entweder im Onkel Otto Shop oder über die Bestellhotline 069 155 44 47 oder im Buchhandel.